Über Barbara Schöneberger, 48, wissen wir vieles, dass sie gerne lacht, auch über sich selbst, mit Thomas Gottschalk, 72, und Günther Jauch, 65, super harmoniert und einfach eine echte Rampensau ist. Über ihre Familie hingegen wissen wir kaum etwas. Ihren Ehemann, Unternehmer Maximilian von Schierstedt, 49, sowie die beiden gemeinsamen Kinder, geboren 2010 und 2013, hält sie streng aus der Öffentlichkeit heraus. Normalerweise. Denn in der neuen Folge ihres Podcasts mit den Waffeln einer Frau kommt sie ganz schön in Plauderlaune und verrät ihrem Gast Bettina Zimmermann, 47, und uns, dann doch ein bisschen was aus ihrem Privatleben. Nämlich, dass sich ihre Kinder eigentlich so gar nicht für ihren Job interessieren. Im Video oben rockt Barbara mit Puffärmel und Wallemähne die Bühne. Barbara Schöneberger, im Privaten ist sie einfach nur Mama. Zippt man am Samstagabend durch die Fernsehprogramme, kommt man an Barbara kaum vorbei. Nicht nur, weil die gebürtige Münchnerin hier wie Hits wie den ESC vorentscheidet oder Verstehen Sie Spaß? Moderiert, sondern einfach, weil Babsi halt Babsi ist. Immer top gestylt, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, immer gut gelaunt. Umso erstaunlicher ist ihre Beichte in der neuesten Folge ihres Podcasts. Ich finde es so angenehm, dass für meine Kinder mein Job überhaupt keine Rolle spielt. Für ihre Tochter und ihren Sohn ist sie nämlich einfach nur Mama. Und Mamas stelle man nicht Fragen wie hast du da ein schönes Kleid an? Sondern bist du heute da? Oder bist du heute nicht da? Was gibt es zu essen? Musst du heute Abend schon weg oder fährst du morgen? Klingt herrlich normal. Und wenn die Sprösslinge Schöneberger dann doch fernsehen, zählen Mamas Sendungen nicht zu ihren Favoriten. Barbara Schöneberger, Geld ist in der Erziehung ein Tabuthema. Mama, es tut mir leid, wir haben The Voice Kids geguckt, ist ein Spruch, den Barbara anscheinend nicht selten zu hören bekommt, weil ich ja immer Samstagabend laufe. Scheint, als würde der Erfolg der Moderatorin zu Hause keine allzu große Rolle spielen. Und das hat die 48-Jährige ganz bewusst so entschieden, wie sie erst kürzlich in ihrem Podcast erklärt. So möchte sie beispielsweise nicht, dass ihre Tochter und ihr Sohn mit anderen über Geld sprechen oder gar damit prahlen. Dass sie lernen, bescheiden zu sein, ist ihr sehr wichtig. Man redet nicht darüber, was man hat, lautet der Erziehungsgrundsatz der Wahlberlinerin. Auch möchte sie, dass ihre Kinder verstehen, dass der Wohlstand ihrer prominenten Mutter nicht automatisch ihnen gehört. Ich finde, man muss denen schon ganz klar sagen, das hat mit euch gar nichts zu tun.